B2.4. Ermitteln Sie rechnerisch, für welche Werte von x das zugehörige Volumen der Pyramiden BCMPN mehr als 34% des Volumens der Pyramide ABCDS beträgt. Also es geht wieder um Volumen, das heißt wir packen unsere Volumenformel wieder aus. Finden wir die Formelsammlung auf Seite 37. Wo es heißt, Volumen einer Pyramide ist ein Drittel mal die Grundfläche mal die Höhe. Welche Pyramiden brauchen wir? Einmal die Pyramide BCMPN, die haben wir allerdings in der Aufgabe zuvor schon berechnet. Und hier heißt es noch Pyramide ABCDS. Also die große Pyramide brauchen wir auch noch. Dann berechnen wir die noch schnell. Wie gesagt, die Formel ist ein Drittel mal Grundfläche mal die Höhe. Als Grundfläche dient uns das Quadrat ABCD. Schreiben wir so auf. Die Fläche eines Quadrates rechnet man mit Seite mal Seite. Die beiden Seiten sind ja gleich lang. Also die Seite AB zum Quadrat und mal die Höhe dieser Pyramide. Die kennen wir auch schon, ist nämlich die Strecke MS. Mit den 11, wie groß war sie? 43 Zentimetern, genau. Setzen wir bekannten Größen ein. Ein Drittel mal 8 Quadrat mal 11,43. Tippen das in den Taschenrechner ein und bekommen dann ein Volumen von 243,84 Kubikzentimetern. So, jetzt heißt es hier, ermitteln Sie rechnerisch, für welche Werte von x das zugehörige Volumen mehr als 34% des Volumens der Pyramide ABCDS beträgt. Wir müssen jetzt also 34% dieses Volumens von ABCDS berechnen. Das heißt, wir können das jetzt wie folgt aufstellen. 100% des Volumens sind also die 243,84. Und 34% müssen berechnet werden. So, das kann man jetzt über die Quotientengleichheit lösen, über die Z-Formel, wer sich noch dran erinnert. Wenn man bei x startet, dann eben z-förmig ausrechnen, folgt daraus x ist gleich und jetzt 34 mal 243,48. 84, nicht 48. Die Einheiten schreibe ich später hin, geteilt durch die 100%. Das kann man ganz normal in den Taschenrechner eintippen und dann kommt ein Volumen von 82,91 Kubikzentimeter raus. So, jetzt heißt es, für welche Werte von x ist das der Fall, dass es mehr als 34% ist. Also rechnen wir zuerst aus, für welche Werte von x wird es denn genau 34%. Aus der Aufgabe zuvor kennen wir die allgemeine Flächenformel dieser Pyramide BCMPN. Die war nämlich minus 8,75. Nochmal schön. X plus 121,92. So, und dann ist sie genau gleich, diese Höhe, dann setzen wir einfach gleich diesem Volumen, also gleich 82,91. Diese Gleichung zu lösen gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel kann man den Calc Intersection benutzen oder den Solver. Oder wir formen einfach per Hand um. Das heißt, wir lösen nach x auf mit minus 121,92. Dann folgt in der nächsten Zeile folgende Rechnung. Minus 8,75x ist gleich und 82,91 minus die 121,92 sind minus 39,01. Dann teilen wir doch die Zahl, die vor x steht, also geteilt durch minus 8,75 und erhalten dann einen x-Wert von 4,46. Also für x gleich 4,46 ist der Flächeninhalt der
der Pyramide BCMPN genau 82,91, also genau 34%. So, jetzt beantwortet das aber noch nicht die Frage, denn hier steht, wann ist sie mehr als 34,34%? Dafür müssen wir jetzt natürlich nachgucken, wie verändert denn das x das Volumen der Pyramide? Ja, x ist ja die Länge von s nach pn. Wenn x immer größer wird, wandert die Spitze der Pyramide hier nach unten in Richtung n. Das heißt, die Pyramide wird dadurch immer kleiner. Wenn x kleiner wird, wandert die Spitze der Pyramide nach oben, dadurch wird das Volumen immer größer. Jetzt ist gefragt, wann ist sie mehr als 34%? Also das ist dann der Fall, wenn die Spitze Pn immer weiter nach oben wandert und damit das Volumen der gesamten Pyramide immer größer wird. Also folgt daraus, x muss kleiner werden. Also in dem Fall kleiner sein als 4,46. Ja, für 4,46 ist sie genau 34%, aber wir wollen ja, wann sie größer ist, hier mehr als 34%.